Guten Morgen, meine Lieben. Wir sitzen gerade gemütlich beim Frühstück, allerdings ohne Papi, der muss heute nochmal arbeiten. Morgen müssen sie vielleicht auch noch ein bisschen was zusammenräumen und dann ist er aber zu Hause natürlich, ne? Für eine Weile. Und wir frühstücken gerade lecker. Der Liana spielt wieder Baby. Wir haben gerade auf Instagram schon gezeigt, wir haben wieder diese leckeren Bananen-Pancakes gemacht, die aus drei Zutaten bestehen. Eine zerdrückte Banane, schön reif. Liane hat gesagt, Mama, das ist doch eine faule Banane. Ne, die war schon ganz schön braun. Aber wie schmeckt sie? Gut, ne? Lecker und süß. Am besten geht Bananenmilch und Bananenpancakes mit so braunen Bananen. Eine zerdrückte Banane, 150 Gramm Dinkelmehl und 250 Gramm Hafermilch. Und das alles einfach vermischen und in der Pfanne anbraten. Schmeckt sehr lecker. Bändchen hat gegessen. Lianchen isst gerade noch mit Joko-Creme. Und Bändchen ist jetzt schon wieder hier am Staubsauger hinterher krabbeln. Das ist super, denn dann kann die Mama ihr leckeres Avocado... Staubroboter, du hast recht. Kann die Mama ihr leckeres Avocado-Brot essen. Und einen Eiskaffee. Ich werde jetzt grob die nächste Woche planen. Ich habe ein, zwei Kooperationen und möchte mir ein paar Videos überlegen. Das Adventskalender-Video möchte ich machen, wenn alle Sachen rechtzeitig ankommen. Ich habe gestern Nacht bestellt. Wenn ich was auf den Boden, also ich zeige euch das jetzt einfach mal. Vielleicht interessiert euch das ja. Mit den meisten Kooperationspartnern macht man eben Termine aus und da hat man dann seine festen Termine, an die man sich hält. Und das ist natürlich auch gut für mich, weil dann überlade ich mein Profil nicht mit Werbung und kann das so gut planen. Am Montag, also morgen, habe ich Oceans Apart drin. Das heißt, ich werde euch neue Mode oder meine Lieblingsmode von Oceans Apart vorstellen und will auf jeden Fall, aber das kommt darauf an, wie lange André arbeitet, in den DM. Und den Rest holen für den Adventskalender. Ich habe gestern auf MyToys und Amazon ein paar Sachen bestellt und möchte aber noch Badezubehör und Snacks und ein bisschen Schokolade in DM und Kaufland kaufen. Deswegen möchte ich morgen den Rest für den Adventskalender holen. Am Donnerstag kommt die letzte Lieferung, wenn das stimmt, laut E-Mail. Und dann kann ich am Donnerstag das Video drehen. Eins der beiden. Ich mache ein Video Adventskalender für Babys oder ne, bis Einjährige, was der Ben kriegt. Und dann mache ich noch ein Adventskalender-Video für 3- bis 4-Jährige. Am Dienstag kommen endlich wieder unsere Freunde Marina und Chris. Und da möchte ich ein großes Frühstück machen mit Brunch und so. Ne? Zwei Haushalte sind ja erlaubt und die haben leider schon wieder eine berufliche Absage bekommen. Die hätten eigentlich eine Show gehabt in München und die wurde jetzt natürlich auch gecancelt und jetzt sind sie ein bisschen frustriert und da möchte ich sie am Dienstag mit einem schönen Frühstück überraschen und wieder aufpäppeln. Mittwoch ist mal ganz leer. Da werde ich natürlich normal vloggen, aber vielleicht kommt noch irgendwas rein. Mal gucken. Donnerstag möchte ich dann eben Adventskalender-Video machen. Am Freitag habe ich nochmal die Ava in May. Das ist so eine Testkooperation gerade, weil ich unbedingt, ich habe das selber auf Instagram gesehen und wollte das unbedingt testen und habe da noch mehr. Und das wollte ich euch am Freitag vorstellen. Und Samstag, Sonntag habe ich bis jetzt noch nichts drin. Also eigentlich eine sehr entspannte Woche, aber wenn ihr mich schon ein bisschen kennt, das wird spätestens morgen, übermorgen alles vollgeballert sein. Mit Dingen, die ich mir noch überlege, aber jetzt nicht unbedingt Arbeit, sondern einfach Dinge, die wir machen können. Was ich jetzt da nicht reingeschrieben habe, ist natürlich das, was wir täglich machen. Spielen, Spaziergänge, das sind jetzt nur mal so meine, also eigentlich ist es mein Arbeitskalender. Wobei Marina und Chris auch keine Arbeit ist, aber das wollte ich einfach als festen Termin reinschreiben.
Der duftet schon gut, meine Lieben. Leantin darf jetzt eine Runde zur Oma. Ich gehe mit Mia raus. Wir sind zurück vom Spaziergang. Leantin ist wieder zu Hause. Jetzt mache ich schnell den Apfelkuchen fertig. Ich möchte noch Puderzucker drauf machen. Das geht ja am Thermomix ganz schnell. 10 Sekunden, Stufe 10. Und dann hat man Puderzucker. Dann mache ich da schön Puderzucker drauf. Richte den Kaffeetisch. Mache Kaffee. Das sollte ich jetzt schon so ein bisschen nebenher vorbereiten. Und versuche dann noch ein bisschen das Chaos zu beseitigen. Aber ne, sie ist auch Mama von 2 Kindern und weiß, wie es ist. Also ich bin ja auch keine, die dann irgendwie da was vorspielt und sagt, oh, bei mir ist es immer so sauber. Meine Freunde wissen, dass das nicht immer so... Ich muss fragen, ob Samuel. Das fragen wir gleich, okay? Ich habe der Liane heute Morgen erzählt, dass ich gesehen habe, dass der Samuel Hafermilch trinkt. Und die Liana hat nämlich heute Morgen auch Hafermilch getrunken, obwohl sie eigentlich lieber Kuhmilch trinkt. Aber heute Morgen wollte sie Hafermilch. Und dann habe ich gesagt, der Samuel trinkt das auch manchmal. Und dann hat sie gesagt, wirklich? Und war ganz überrascht. Also Liana darf trinken, was sie möchte. Aber natürlich freue ich mich, wenn sie mehr Hafermilch trinkt wie Kuhmilch. Aber das ist alles ihr überlassen. Und sie trinkt auch sehr gerne Kuhmilch. Aber jetzt interessiert sie es, dass der Samuel auch Hafermilch getrunken hat. Und möchte wissen, ob er nur Hafermilch oder auch Kuhmilch trinkt. Das lässt sie gerade irgendwie nicht mehr los, der Gedanke. Und ich habe ihr aber gesagt, dass das jeder so machen darf, wie er möchte. Und das weiß sie ja auch. Ne? Wir sind ja auch in der Familie mit unterschiedlichen Essgewohnheiten, Ansichten, Meinungen. Deswegen alles okay. Sie darf da ihr Weg finden. Was wollte ich jetzt machen? Genau, Kaffee vorbereiten, dann Puderzucker. Kaffeetisch richten und ein bisschen aufräumen. So, der Thermomix, ein bisschen Zucker zu Puderzucker für unseren Kuchen. Deckel drauf, 10 Sekunden, Stufe 10. Achtung. Wow! Sieht aus wie Rauch. Siehst du das, was da rauskommt? Das ist Puderzucker über den Kuchen so und dann mache ich dir den Puderzucker rein und dann tust du den Sieb einfach so ein bisschen schütteln über den Kuchen. Genau. Überall Puderzucker. Toll machst du das. Das Handy. Macht nichts jetzt. Schau mal da, wo noch keins ist. Genau. Noch mal ein bisschen mehr und weiter schütteln. Sehr gut. So, wir haben den Kaffeetisch gerichtet. Liana hat ordentlich Puderzucker auf den Apfelkuchen. Dann haben wir noch Bananenpancakes vom Frühstück. Das kriegt vor allem der Ben und vielleicht auch der Bruder von Samuel. Und Mandarinen und Trauben. Einmal tief durchatmen. Es war schön, aber sehr anstrengend mit 4 Kindern. Und es gab öfters Streitereien und Unfälle. Und ich wollte 5 Kinder. Aber nachher nicht. Nachher nicht. Nachher war dann wieder alles gut. Aber zwischendurch war es immer ein bisschen nervig. Streitereien, der Feengarten mit der kompletten Erde ist runtergefallen. Das ist alles nicht schlimm. Alles cool. Aber ja, es war zwischendurch mal Alarmstufe rot. Und wir konnten uns nicht so entspannen wie gedacht. Wir haben ja gedacht, wir tun hier schön Kaffee trinken und die Kinder spielen. Das... ging nicht so glatt, aber es war trotzdem ein sehr schöner Nachmittag. Liana hatte sehr viel Spaß, oder? Jetzt wäscht sie gerade Kartoffeln und Kürbis, weil wir jetzt eine Kürbissuppe machen. Mal wieder. Wir lieben es einfach. Ich werde 1-2 Scheiben Kürbis übrig lassen für Ben und 1-2 Kartoffeln. Dann kriegt der Ben nämlich Kürbis und Kartoffel, einfach als Gemüse. Und wir machen uns die Suppe draus. Super machst du das, mein Schatz. Das Essen ist angerichtet. Wir haben Kürbissuppe, Liantin mit Backerbsen. Bändchen isst ein bisschen Avocado. Mama hat auch... Und ich mit Kürbissuppe. Kürbissuppe darf er auch, aber da ist jetzt leider Salz drin und Salz soll er noch nicht, weißt du? Aber vielleicht... Also ohne Salz darf er. Ohne Salz darf er, genau. Dann haben wir noch ein paar Maultaschen übrig von heute Mittag. Vielleicht legen wir das noch in die Suppe rein. Mal schauen. Und Papi wollte Steak und Salat. Das Steak macht er sich gerade. Salat habe ich schon gemacht. Und Brot. Meine Lieben, die Kids schlafen. Jetzt bin ich gerade noch am Wochenplan für nächste Woche, was das Essen angeht. Weil wir pausieren gerade ein bisschen mit HelloFresh.
Und da ja André wieder zu Hause ist, der hat ja jetzt immer in der Kantine gegessen. Und wenn er mit isst, muss ich immer ein bisschen anders planen, weil er ja Fleisch isst und nicht alles isst, was wir tagsüber essen. Und deswegen habe ich jetzt mal hier so einen Plan gemacht. Die meisten werden den noch von mir kennen. Ich habe hier einfach ganz, ganz viele typische Gerichte von uns auf so kleine Zettelchen geschrieben, beziehungsweise habe auch Vordrucke. Das habe ich bei Luise Wiese bestellt, selbst gekauft. Das kann man aber gut selber machen, ne? Das sind einfach kleine Zettelchen. Und hier ist dieser Speiseplan und den kann man eben mit so kleinen Klemmerchen dran machen. Ich habe jetzt mal diese Woche so ein paar Gerichte, die wir schon länger nicht mehr hatten und auch André sich gewünscht hat. Das erste ist Shuba, das ist so ein russischer Salat. Ich werde den in der vegetarischen Variante für mich machen, für die Kinder oder für Liana. Vor allem gibt es dann Nudelsuppe an dem Tag. Wie auch am nächsten Tag ist Olivier, ist auch ein russischer Salat. André vermisst gerade so ein bisschen die ukrainischen Gerichte, deswegen machen wir die nächste Woche. Und für Diana dann Kroketten und Spinat an dem Tag. Dann Gemüseplatte mit heller Soße, das ist für uns alle super. Da wird André irgendwas dazu essen wahrscheinlich und ich vielleicht Tofu und die Kinder Gemüse und Reis. Ist natürlich auch für ein Brei-frei-Baby super, weil da hat man schon gedünstetes Gemüse dabei. Käse-Kartoffelsuppe, auch ein ganz leckeres Rezept, nehme ich euch mit, wenn ich das koche. Kartoffelpüree und Spinat, auch was ganz Einfaches, könnte man auch noch was dazu machen, wenn man Lust hat. Dann einmal Wok und einmal Frischkäse-Fondue. Das sind jetzt so mal die Wünsche. Und jetzt schreibe ich hier gerade nebendran noch den Einkaufszettel. Ich mache das immer am Handy, weil dann kann ich es gleich abhaken, wenn ich dann im Laden bin oder auch für André. André das einfach schicken. Da bin ich jetzt gerade dran, weil ich nochmal die Käse-Kartoffelsuppe raussuchen muss, das Rezept und das Frischkäse-Fondue, weil ich da die genauen Mengenangaben nicht im Kopf habe. Und dann, meine Lieben, werde ich das Video schneiden gehen und zu meinen kleinen Süßen hüpfen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt und freue mich, wenn ihr auch morgen dabei seid. Bis ganz bald. Ciao.